Hallihallo, ihr lieben Zuschauer. Herzlich willkommen bei heute. Heute bei GTV. Gide und Sabine sind im Augenblick unterwegs. Zurück aus Frankreich, auf dem Heimweg. Sie werden heute Nacht hier wieder eintreffen. So dass es ab morgen wieder Sendungen mit Gide und Sabine gibt. Aber heute müsst ihr noch mit mir vorlieb nehmen. Ich habe heute noch nicht wirklich ein Thema, deshalb mache ich mit der Technik weiter. Ich zeige euch weiter Experten. Ich zeige euch weiter, was man mit der Experten-GTV-Seite alles anstellen kann. Die Experten-Seite ist als Verlängerung des GTVs und der Intuitionsworkshops gedacht, also verstehe ich sie, dass sich die Leute, die durch Gides Hilfe ihre Intuition, also ihre Spezialfähigkeit finden und sich gegenseitig kennenlernen, dass die auch außerhalb der Seminare und außerhalb der täglichen Live-Sendung miteinander in Kontakt bleiben können und miteinander schreiben können, Artikel austauschen können. Gide hat mal gesagt, dass wir unser eigenes Facebook brauchen, da Facebook immer mehr zensiert und gesteuert wird und missbraucht wird. Und dementsprechend entwickelt sich die Expertenseite so langsam Richtung Facebook, dass es da irgendwann all die Fähigkeiten gibt, Funktionen gibt, die man auch bei Facebook hat. Ich habe euch letztes Mal gezeigt, wie man sich registrieren kann, wo man die Hilfe findet und wie man einen Beitrag anlegen kann, wie man Videos einfügen kann, habe ich euch, glaube ich, nicht gezeigt. Aber auf jeden Fall, wie man Kommentare schreiben kann. Und wie man ein Profilbild verändern kann. Heute werde ich euch die Sofortnachrichtenfunktion und das Forum zeigen. Und erstmal dann den Ton ausmachen. So. Jo. Hallo Injijal, hallo Ludida, schön, dass ihr da seid. Ludida, wenn ich undeutlich oder zu schnell spreche, dann sagt bitte Bescheid, denn ich will, dass ihr mich alle verstehen könnt. Ja. Okay. Dann lass uns loslegen. Hier ist die Experten-GTV-Seite. So sieht es aus, wenn man nicht eingeloggt ist. Wir können hier sehen, wer alles online ist. Wir können hier unten den Chat sehen.
Und hier können wir auch noch zusätzliche Chaträume uns anschauen und hineinschreiben. Hier ist der Link zum Einloggen und hier ist ein Link dazugekommen zum Forum. So, ich logge mich mal ein. Und wie ich sehe, haben sich gerade noch mehr Leute eingeloggt. Jetzt sind hier noch mehr Links zu sehen, hier oben. Wenn man auf der Startseite sich befindet oder auf seinem Profil, gibt es hier oben die beiden Links Neuer Beitrag und Eigener Beitrag. Forum, der ist immer da, da kann man zum Forum springen. Das findet man auch hier oben. Sofortnachrichten, das ist neu, zeige ich euch gleich. Oder jetzt. Gleich. Jetzt gehe ich mal zum Beispiel auf das Profil von Daniela Dele Haya. Und hier kann man jetzt zum Beispiel eine schnelle Kurznachricht schicken. Oder ich gehe mal hier bei Ihnen, Jens. Wenn Nijal jetzt eingeloggt ist, bekommt er jetzt ein Piepen zu hören und eine Benachrichtigung, dass er eine Nachricht hat. Wenn er nicht eingeloggt ist, bekommt er, wenn er eine, je nach Einstellung, eine E-Mail geschickt, dass er eine Nachricht bekommen hat. Ich hoffe, dass Nijal mir gleich zurückschreibt, damit ich euch zeigen kann, wie das aussieht, wenn man eine Nachricht erhält. So. In der Zwischenzeit geht das? Gehe ich nochmal auf sein Profil. Schau mal, was es hier noch Schönes gibt. Also, hier sehen wir die Kontaktinfos. Sein Name, Vorname, Nachname und sein Spezialgebiet. Hier schreibt jeder Experte rein, was er am besten kann. Hier unten sehen wir seine Verbindungen. Also alle Leute, mit denen er quasi eine Freundschaft geschlossen hat. Können hier sagen, Verbindung hinzufügen, wenn ich mit ihm verbunden sind. Und machen ihm damit quasi eine Freundschaftsanfrage. Jetzt ist unser Profil auch dabei aufgetaucht. Hier kann man auch direkt auf das Profil derjenigen springen, der verlinkt ist. So. Ich bekomme keine Nachricht zurück. Dann zeige ich euch jetzt trotzdem das Sofortnachrichten-Dings mal. Also, es sieht aus wie, ist ein bisschen wie ein ganz normales E-Mail, also wie eine E-Mail. Nur halt innerhalb der Expertenseite. Im Posteingang sehen wir die Nachrichten, die wir bekommen haben. Wird angezeigt, ob es ja schon gelesen wurde oder noch nicht. Im Postausgang sehen wir, was wir geschickt haben für Nachrichten. Und im Papierkorb sind die Nachrichten, die gelöscht wurden. Die kann man immer noch wieder herstellen, solange sie nicht aus dem Papierkorb gelöscht sind. Man kann Nachrichten archivieren, die man für immer aufheben will. Und man kann Nachrichten schreiben an die Leute, mit denen wir verbunden sind. Wenn ich auf mein Profil gehe, sehe ich, dass ich eine Verbindung habe mit Mitali, Markus, Jeet und Almut. Bei meinen Sofortnachrichten kann ich an all die jeweils eine Nachricht schreiben.
Hier gibt's, sind die Einstellungen dafür. Hier kann man einstellen, dass man eine E-Mail bekommen möchte, wenn man eine Sofortnachricht auf der Expertenseite bekommt und gerade nicht eingeloggt ist. Ich kann es so einstellen, dass ich immer eine E-Mail bekomme, wenn ich eine Nachricht bekomme, oder niemals. Oder dass ich... Ich kann eine Abwesenheitsnachricht schreiben und aktivieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, bekommen alle, die mich anschreiben, diese Nachricht automatisch zurückgeschickt. Oder ich kann... Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, wie man hier oben sieht. Jetzt kann ich hier draufklicken und mir die sofort anklicken. Zur Nachricht springen. Genau. Und wenn ich nicht online wäre, hätte ich eine E-Mail bekommen. So. Dann kann man hier eine automatische Weiterleitung einrichten. Also wenn man zum Beispiel unterwegs ist und sagen, dass alle seine Nachrichten an irgendjemanden halt aus der von den Experten geschickt wird, wenn man Stefanie grüßt. Und man kann ein- und ausstellen, ob man eine Benachrichtigung bekommen soll, wenn man eine Sofortnachricht bekommt. Also das, was wir gerade gesehen haben, dieses Pop-up, dass das aufgeht, das kann man auch abschalten. Jo. Das ist das Sofortnachrichtensystem. Dann gibt es... Ja. Da schaue ich erstmal, was im Chat steht.